Moderatorin Annika Lau wechselt offizielle von Sat.1 zu RTL. Das hat der Sender in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben. Annika Lau, 42, stellt sich im Jahr 2022 neue Herausforderungen. Wie RTL offiziell in einer Pressemitteilung verkündet hat, wechselt die sympathische Sat.1 Frühstücksfernsehen-Moderatorin das Team und verlässt ihren derzeitigen Heimathafen. Die Frau von Schauspieler Frederik Lau, 32, wird sich bei RTL ab Mai 2022 einer besonderen Aufgabe widmen. Annika Lau freut sich auf neue Herausforderungen, eine neue Aufgabe, auf die sich Annika Lau freut. Es ist eine grandiose neue Herausforderung, die auf mich wartet. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich ab Mai Teil der RTL-Familie sein darf. Welches Format die sympathische Entertainerin übernehmen wird, ist bisher nicht bekannt. In den kommenden Tagen soll es weitere Informationen um ihren Wechsel geben. Stefan Schmitter, Geschäftsführer von RTL News, ist froh, Lau gewinnen zu können. Annika Lau gehört zu den sympathischsten Moderatorinnen in Deutschland. Sie schafft es, mit ihrer offenen und erfrischenden Art sowohl ihre Gesprächspartner als auch das Publikum für sich zu gewinnen. Lau steht seit 2006 als Moderatorin vor der Kamera. Annika Laus TV-Karriere begann bereits vor 16 Jahren, als sie zum Team des Sat.1 Frühstücksfernsehens stieß. Neben der Morgenshow moderierte Annika Lau unter anderem auch das Sat.1 Magazin.